Wie eine Ideologie unser Land verändert, Teil 2. Ich war eine TERF, also eine trans-ausschließende Radikalfeministin. Eine trans-ausschließende Radikalfeministin? Was sind das für Wörter, die wir mittlerweile haben? Ja. Transfrauen sind Frauen. Das ist eine Lüge. Also ich glaube nicht, dass diese ganze Entwicklung dazu beiträgt am Ende für mehr Akzeptanz auch diesen Menschen gegenüber. Im Gegenteil. Ich glaube, die Leute, die eigentlich neutral dem gegenüber eingestellt waren, entwickeln immer mehr Antipathie gegenüber diesen Menschen so, weil immer mehr Scheiße rauskommt und es immer mehr so erzwungen wird. Und das ist wie bei den Schwarzen, weißt du, die wurden versklavt. Bro, dieser Vergleich ist so hardcore, Dicker. Aber du willst auf jeden Fall jemand anders sein, als du bist, und deswegen hast du Probleme. Du bist nicht das, was du bist, und hast deswegen Probleme. Das ist ein Riesenunterschied. Leon, wie ist es bei dir in Mexiko mit der Trans-Ideologie? Ist dort auch so schlimm oder geht das da noch? Sie wollten einen harten Rapper sein, aber ich habe mich für Beyoncé gefühlt. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights oder eventuell auf Leon Lovelock auf Rumble. Ja, weil der erste Teil von dem Video wurde auf YouTube demonetarisiert. Und ich glaube, ich werde den zweiten Teil exklusiv auf Rumble hochladen. Also für alle Leute, vielleicht den Intro-Teil sogar für YouTube, damit ihr Bescheid wisst. Und unten in der Beschreibung ist der Link zum Rumble-Video, wo ihr euch das Ding in voller Länge reinziehen könnt. Weil da wird nicht zensiert und da kann man und darf man auch die Dinge sagen, die man denkt, und wird dafür nicht eingeschränkt oder verfolgt. Und ich glaube, es wird in Zukunft immer mehr werden mit dieser Einschränkung. Deswegen abonniert definitiv meinen Rumble-Kanal. Da kann ich nämlich unzensiert auf Dinge reagieren und reden. Und ja, Mann, Alter, wir gehen jetzt rein in den zweiten Teil. Trans ist Trend, wie eine Ideologie unser Land verändert, Teil 2. Und los. Daumen nach oben, Kommentar schreiben muss ich nicht sagen, Freunde. Los geht's. Cancel Culture Aktivismus funktioniert immer nach denselben Methoden. Die Aktivisten versuchen, das Umfeld einer Person, die ihnen nicht gefällt, zu verunsichern. Sie versuchen, sie unter Druck zu setzen. Sie schreiben Briefe an die Arbeitgeber. Sie machen in sozialen Medien Druck auf irgendwelche Kooperationspartner und versuchen so, diese Leute dazu zu bringen, sich von der verhassten Person zu distanzieren. Er ist exemplarisch, weil vollkommen offensichtlich ist, dass jemand seiner Meinungsfreiheit. So eine schlimme Sache, diese Cancel Culture, finde ich. Also es ist so extrem geworden. Das hat sich so zugespitzt. Meiner Meinung nach, mit Corona hat es angefangen. Dass die Leute sind so, mit so viel Hate vollgeladen und mit so viel negativer Energie, dass die unbedingt andere Menschen bekämpfen müssen, die eine andere Meinung haben und so. Anstatt dass wir alle miteinander leben und uns respektieren gegenseitig, auch wenn wir eine andere Meinung, Herkunft, Hautfarbe, Religion haben, ist doch scheißegal. Am Ende sind wir alle Menschen so. Und jeder ist anders, jeder lebt in seiner anderen Welt so. Hört auf mit diesem zu denken, dass jeder eure Meinung haben muss. Dass deine Weltsicht und deine Weltbild, dass du das auf jeden übertragen musst und jeder, der anders denkt, dann was Schlechtes ist oder so. Das stimmt einfach nicht. Möglicherweise sogar seines Jobs beraubt werden soll, nur weil er oder sie in diesem Fall eine andere Meinung hat als andere. Und das zu einem hochgradig politisierten Thema, ideologisierten Thema, nämlich der Frage, wie viele Geschlechter gibt es? 2. Nicht mehr und nicht weniger. So, da ist die Diskussion schon vorbei für mich. Wie soll es mehr als 2 Geschlechter geben? Das funktioniert einfach nicht. Es gibt noch die intersexuellen Menschen, die mit einem genetischen Fehler auf die Welt kommen. Und da kann man nicht genau sagen, die sind halt zwischen diesen beiden Geschlechtern. Aber es ist ein binäres System. Mir ging es nicht gut, weil einfach diese Aufmerksamkeit nicht gut ist. Weil es für mich eigentlich ab dem Zeitpunkt, dass mein Vortrag abgesagt wurde, stand ich einfach im Fokus der Öffentlichkeit. Und innerhalb von einem Tag waren die ersten negativen Artikel da, die irgendwelche Transaktivisten geschrieben haben. Die schlimmsten Verleumdungen waren, ich hätte Menschen bedroht, ich hätte Menschen Gewalt angedroht, ich hätte irgendwelche Nazis oder Schläger auf andere Menschen gehetzt. Ich hätte Namen. Ja, die kommt mir auch genauso rüber wie so eine, wa? Das sieht mir so aus wie eine Schlägerin, auch wie die redet und so. Also das fühlt sich so an, als ob die richtig ein böser Mensch ist, Bro. Nicht. So. Wie jetzt, Bro? Alter, hör auf. Also allein meine Menschenkenntnis sagt mir, dass die keine Schläge auf irgendwelche Leute hetzt. Da lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich die Dame noch nie persönlich getroffen habe, aber man kann ja fühlen, weißt du? Studenten,
in Telegram-Gruppen von Rechten geleakt. Ich wäre rechts, ich wäre rechtsradikal, ich wäre eine Sozialdarwinistin, eine Eugenikerin. Immer dieselben Keulen, Alter. Immer dieselben Keulen. Rechts. Wenn du nicht uns folgst und wenn du nicht unserer Meinung bist, dann bist du rechts. Bro, die Antifaschisten sind mittlerweile mehr Faschisten als Faschisten. So weit sind wir gekommen, meine lieben Freunde. So. Die sagen immer Toleranz und wir müssen uns gegenseitig akzeptieren und diese ganzen Sachen. Also sie wollen uns das alle auf die Nase drücken, dass wir alles akzeptieren müssen und keine ethisch-moralischen Grenzen mehr haben sollen und so. Aber akzeptieren nicht, wenn wir eine andere Meinung haben. Dann sind wir gleich rechts. Bin ich auch rechts oder was? What the fuck? Es war bei Corona genau dieselbe Scheiße. Ich würde einen menschenfeindlichen Biologismus verbreiten. Tja. Ich war eine TERF, also eine trans-ausschließende Radikalfeministin. Eine trans-ausschließende Radikalfeministin? Was sind das für Wörter, die wir mittlerweile haben? Ja. Radikalfeminismus ist ein gutes Stichwort, denn diese feministische Strömung steht im Clinch mit Transaktivisten. Und wie verhärtet die Fronten sind, merken wir bei Veranstaltungen in ganz Deutschland. Etwa als wir Marie-Louise Vollbrecht zu einem Vortrag nach Dortmund begleiten oder beim Grünen Parteitag drehen. Dort stellen wir immer wieder fest, für zahlreiche Transaktivisten gibt es keine Diskussionsgrundlage, keine Kompromissbereitschaft. Ach krass, also diese Feministen kämpfen gegen diese Transgeschichten oder was? Ja, aber das ist auch, wenn du dir die ganze Entwicklung reinziehst, wenn du dir das anguckst, ne, das ist auch sehr anti-Frau, was da abgeht, weil da sind überwiegend Männer, die sich auf einmal als Frau identifizieren und sich umoperieren oder anders verkleiden und dann sagen, wir sind Frauen und dann auch teilweise in Amerika schon im Frauensport stattfinden und da die ganzen Rekorde brechen, dann sind die irgendwie Miss Thailand oder so, war jetzt auch so ein She-Man, keine Ahnung, oder irgendein Mix halt. Und das ist halt einfach nicht okay, weil das diskreditiert uns, unsere ganzen Frauen so, weißt du? Das dürfen wir auch nicht zulassen, dass irgendwelche Männer sich mal kurz anders identifizieren und dann als Frau gelten so. Im gleichen Status haben wie eine Frau. Und dann gibt es eine Prügelei auf der Straße zwischen Transmann, also Mann, der gerne Frau sein würde und echter Frau. Und dann heißt es vor Gericht auf einmal von wegen, ja, das waren halt zwei Frauen, die sich da geprügelt haben. Das geht so nicht, Bruder. Was ist das für ein Wort, Mann? Transfeindlichkeit tötet. TERFs töten. Was ist TERFs? Was die alles für Wörter erfinden, Digga, das ist so krass, Alter. Bro, das ist so weit von der Realität weg, das kommt mir wirklich vor wie ein Movie, was gerade passiert. Das ist wie ein Film, Bro. Sex work is work. Für was steht ihr ein, Alter? Sex work. Irgendwelche verkleideten Stripper-Transen vor Kindern vorlesen lassen und so. Das ist nicht gut. Das wird uns am Ende des Tages allen schaden. Was ist mit euch los? Also ich meine, ihr seid sowas von krass gegen Meinungsfreiheit. Das ist halt wirklich krass. Wir wollen hier die Veranstaltung filmen und ihr blockiert eigentlich alles, was wir machen. Wieso behindert ihr uns? Also offensichtlich. Wieso? Sie haben eben die TERFs gefilmt, wie sie reingegangen sind und ja, haben das uns dargestellt. Die sind nicht transfeindlich. Lass mich doch mal mit den Menschen. Ja, Eva Engelken, die geschrieben hat, Transinnen, nein danke. Mit der soll ich mich da halten als Transperson? Ich denke nicht. Digga, das ist Faschismus, Bro. Ach komm, halt doch die Fresse. Einfach aus Anstand und aus Respekt vor meinen Transfreunden stehe ich heute hier. Was ist mein Dreck? Was willst du von mir? Verpiss dich einfach. Ich lass dich in Ruhe, geh weg. Ja, geh du doch weg. Das ist unsere Veranstaltung. Ja, ja, mach der. Wie radikal die drauf sind, das ist so heftig, ja, ich schwör dir. Veranstaltung, ne? Ja, und du bist nicht willkommen bei unserer Veranstaltung. Na nein. Ich bin Pressevertreter. Wo, hast du einen Presseausweis? Ja, aber es gibt ja Kritik an der Self-ID, zum Beispiel, dass sich gewalttätige Männer als Frauen identifizieren und dann zum Beispiel in Gefängnisse und Safe Spaces einsteigen, wie zum Beispiel in den USA und Großbritannien das schon passiert ist. Ist es für euch kein Problem? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie eine Grundlage zum Reden haben. Wer seid ihr? Ja, sobald die argumentativ ausgehebelt werden, haben die keine Grundlage mehr zu reden. So. Es ist einfach nicht okay.
Da sind Frauen in den Knast, da sind Transfrauen, also Männer, die sich als Frauen identifizieren, in den Knast gekommen und haben da Frauen vergewaltigt und die sind teilweise schwanger geworden. Wie willst du das rechtfertigen? Geht nicht. Du musst doch mit Kritik umgehen können. Steht da drauf, für welches Medium ihr hier filmt? Es geht doch nicht, dass wenn man euch kritisiert, ihr dann sofort, es geht doch nicht. Doch es gibt auch positive Beispiele, wie das Gespräch mit dieser grünen Lokalpolitikerin zeigt. Wir erleben es überall in den sozialen Medien, die man nur noch aufeinander anschaut. Das ist eine grünen Politikerin, oder was? Echt jetzt, ja? Digga, ich finde da kaum noch Worte, ja? Was läuft? Einschlägt und dann kommen dann natürlich so Forderungen wie das, ich habe es gehört, mit der Sense. Ja. Also Michael Fuderer, das ist auch eine grüne Transperson aus Stuttgart, glaube ich, aus dem Raum, die ja geschrieben hat, dass die TERF die Sense oder den Sensenmann wünscht, was, glaube ich, in diesen Kreisen auch sehr negativ aufgenommen wurde und ein Affront war. Ja. Also, sie meinen das von beiden Seiten quasi, eine Entschärfung. Ja, ich möchte von beiden Seiten, dass wir das Ganze entschärfen, weil jemanden so leichtfertig Nazi zum Beispiel zu nennen, entwertet auch diejenigen, die wirkliche Nazis sind. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Transfrau lehnt die Radikalität und Haltung der eigenen Bewegung ab und es kommt noch besser. In Berlin lernen wir Renate Försterling kennen, eine Transfrau, die bei einer Demonstration von Transaktivisten niedergebrüllt und diffamiert wird, weil sie kritische Fragen stellen wollte. Die ist selber jetzt ein Mann, der eine Frau sein will. Ich weigere mich auch, diese Männer Frauen zu nennen, sage ich euch ehrlich. Hast du zuhören, was ich zu sagen habe? Nein, 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 nein. Ich identifiziere mich selbst, leider Gottes, als transsexuell. Ich kann nun keine echte Frau sein. Das hat mir die Natur nicht gegeben. Das hätte manches Leid erspart. Aber ich bin eben keine biologische Frau. Und ich nehme den biologischen Frauen auch nicht ihre Rechte und ihre Biografie. Also ich habe keine genuin biologisch weibliche Körperlichkeit. Ich habe nie eine Regelblutung erlebt. Ich hatte Du kannst diese Vibes, die eine Frau durchmacht in ihrem Leben, kannst du halt nicht nachvollziehen, weil du halt als Mann geboren bist, biologisch so. Und das finde ich auch vollkommen richtig, dass auch dann so eine Transfrauen sich dann hinsetzen und sagen so, ich bin halt einfach keine Frau, ich bin halt ein Mann und habe Identitätsprobleme beziehungsweise fühle mich irgendwie anders und würde gerne eher das sein und dies sein und das ist auch vollkommen okay. Weißt du, was ich meine? Ich habe da zum Beispiel persönlich gar nichts dagegen. So, jeder soll doch mit seinem Leben das anfangen, was er für richtig hält, so, weißt du? Aber wie das gerade übertrieben wird, so, wie die das auch unseren Kindern eintrichtern wollen, schon im ganz frühen Alter und dann irgendwelche Drag Queens da vorlesen lassen und was teilweise in Amerika passiert, das ist einfach, da scheint eine andere Agenda noch hinten dran zu stecken. Weißt du, was ich meine? Und das ist das, was mir Angst macht, so. Weil was wollt ihr denn damit erreichen? So, es ist ein kleiner Prozentteil der Gesellschaft, der davon betroffen ist. Und jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben und ich liebe jeden Menschen einfach, weil er Mensch ist, so. Aber warum wird es so krass und so heftig gepusht? Und warum wirst du gecancelt, wenn du da nicht mitmachst? Und warum findet das Einzug in die Kindergärten, in die Kitas? Und warum fangen die dann auf einmal an, irgendwelche schwulen Lesben-Kitas in Berlin zu machen, wo dann der Vorstand selber irgendwelche Pädophil-Anklagen hatte und so? Und dann dieser eine in Hannover, Dicker, da wo ich geboren wurde, in diesem einen Kindergarten so einen Raum eingebaut wurde, wo Sexspiele, wo Kinder gegenseitig mit sich und von Erwachsenen beobachtet Sexspiele, Erkundungsraum für Kinder und so. Und das war auch wieder, da wurde auch wieder festgestellt, dass da jemand gearbeitet hat, der auch Pädophilie in seiner Akte drin hat. So. Warum ist das so? Erklärt mir das. Weißt du, was ich meine? So? Weil wenn wir am Ende des Tages, kann ich mir gut vorstellen, und das ist eine Theorie, so, ich weiß es natürlich nicht, aber in Amerika reden die auch schon offen darüber so, dass das Ziel von der ganzen Sache ist, auch Pädophilie zu normalisieren. Und wenn wir dahin kommen, dann sind wir verloren als Gesellschaft. Das geht so nicht.
die Möglichkeit, schwanger zu werden, ein Kind gebären zu können. Ich hätte mir das gewünscht, aber es ging nicht und es geht nicht einfach. Also ich bin ja nun auch keine biologische Frau und ich behaupte es auch nicht zu sein. Also insofern wehre ich mich auch gegen den Spruch, Transfrauen sind Frauen. Das ist eine Lüge. Eine normale Diskussion Stark. Ist mit den Aktivisten nicht möglich. Deshalb beschließen wir, unsere Unterstützung zu holen. Und zwar von Bijan Tavazuli. Bijan ist Mitglied der Linkspartei und betreibt ein Satireprojekt. Er identifiziert sich aus Spaß als muslimische Frau und beschimpft jeden als transphob, der seine Identität und somit seine Rechte als Frau in Frage stellt. Damit hält er der gesamten Transbewegung ironischen Spiegel vor. Wir begleiten Tavazuli auf einen Flinter-Protest in Hamburg. Flinters, die leben! Lasst die leben! Lasst uns System aus den Angeln heben! Flinter, das bedeutet Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Asexuelle. Eigentlich sollte diese Demonstration ein Frauenprotest sein, der sich gegen männliche Gewalt richtet. Doch durch den Einfluss des Transaktivismus dürfen hier neuerdings auch Männer teilnehmen. Solange sie sich zumindest als trans identifizieren. In Begleitung von Tavazuli erhoffen wir uns einen Einblick in die Gedankenwelt von Queer- und Transaktivisten. Genauso, wir begleiten heute hier Bijan. Er identifiziert sich als Transmuslime und hat immer mehr Probleme, weil er vor allem in Lesbengruppen nicht aufgenommen wird. Weil sie sagen, das ist ein Mensch mit Penis und deswegen wollen wir den hier nicht haben. Was sagen Sie dazu? Das sind nur die TERFs. Ich als Feministin fühle mich nicht belästigt von ihm. In Indien. Was ist TERFs? Ich hab das nicht verstanden, Digga. Was ist TERFs? Sind Transgender zum Beispiel heilige Wesen von einigen Leuten angesehen, weil sie das eine Geschlecht und das andere erleben oder erlebt haben und wissen, wie es geht. Diese Leute zieht man heran, wenn man Fragen diesbezüglich hat. Sondern ich finde es, jeder, der sich dafür entscheidet, sich für Frauen einzusetzen, ist für mich immer willkommen. Ich als Feministin. Und mir ist es egal, was da unten hängt oder ob da was ist, das ist mir vollkommen egal. So ein typisches TERF-Argument ist ja auch, dass Transfrauen, wenn sie in Frauentoiletten gehen zum Beispiel oder Frauen umkleiden, dann Frauen vergewaltigen oder dass es ein Risiko gibt. Was sagst du dazu? Dazu sage ich, dass das aus der Luft gegriffen ist und sowas von... Es ist tatsächlich passiert, mein Jutster. Oder Jutster, keine Ahnung, was du bist. Ich finde das ziemlich albern. Ich wurde noch nie von einem Mann auf irgendeiner Toilette belästigt. Vielleicht liegt es ja auch an mir, ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Jünger war, habe ich sowas noch nie erlebt. Warum sollte ich Frauen irgendwas tun wollen? Aus welchem Grund? Also ich finde, das ist auch ein alberes Argument. Ja, die sagen halt immer... Die, wenn das halt echt passiert ist, dann ist es halt kein albernes Argument, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Wenn es jetzt noch nie passiert wäre, dann würde ich sagen, okay, selbst dann, so, was ist denn los? Ich kann doch jetzt nicht in ein Frauengym gehen, so, und dann sagen, ich könnte doch einfach das Spiel spielen. Könnte mir ein bisschen längere Haare wachsen lassen, mach mir ein bisschen Lippenstift drauf, geh in ein Frauengym rein und sag, ich identifiziere mich als Frau. Und dann bin ich da und dann gucke ich die ganze Frauen in der Dusche an und geile mich daran auf und was auch immer. Es gab Einzelfälle, ne? Von Männern, die gar nicht transsexuell sind und dann gab es Gewaltfälle und so weiter. Es gibt ja auch dieses RODG, dieses Rapid Gender Onset Disease oder sowas, was irgendein möchtegern Arzt oder sowas erfunden hat. Ich habe jetzt gerade an der Uni Hamburg habe ich auf der Unisex-Toilette das hier gefunden. Und ich dachte, das ist ein Zeichen für Integration, dass an Unisex-Toiletten wirklich an Frauen, die menstruieren, Frauen, die nicht menstruieren, an beide gedacht wird. Weil wir sollten ja keine Unterschiede machen. Wir alle erfahren Gewalt und Ausgrenzung. Der verarscht die, was? Frauen. Deswegen soll er bitte zu den Grünen kommen. Danke. Nein, die Einladung, ich werde mir das ja, gut überlegen. Überleg dir das die Linke gut. Ist eine wirklich transfeindliche Partei. Ja. Und bei den Grünen merke ich, da gibt es viel mehr Offenheit. Ja. Ich sehe das auch hier an dir. Was war der Refrain? Ich bin queer. Ja. Ja. Weil meine Frage. Welche Pronomen hast du? Ich habe Ski. Ja. Gut, ich kann das bestätigen. Welche Pronomen hast du, Digga? Ich bin queer, Bruder. Wirklich gesagt, du bist. Ai. Ich hab gesagt, Entschuldigung. Ich bin Buchhändlerin. Ich kann auch nicht mehr für Rowling verkaufen. Da wird mehr Verwirrung gestiftet als alles andere, so, ne? Also ich glaube nicht, dass diese ganze Entwicklung dazu beiträgt am Ende für mehr Akzeptanz auch diesen Menschen gegenüber. Im Gegenteil. Ich glaube, die Leute, die
eigentlich neutral dem gegenüber eingestellt waren, entwickelt immer mehr Antipathie gegenüber diesen Menschen so, weil immer mehr Scheiße rauskommt und es immer mehr so erzwungen wird, dass man so, dass man mit den Pronomen arbeitet und gendert und diese ganzen Sachen, dass, glaube ich, immer mehr Leute sich an den Kopf fassen und sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann, ich sag dir ehrlich, ich kann mir sogar richtig gut vorstellen, dass es am Ende des Tages sogar eher negativ ist für alle Leute, die sich dieser LGBTQ-Community zugehörig machen, weil immer mehr Leute diesen Leuten gegenüber Antipathie aufbauen, weil halt so viel Scheiße passiert, weißt du? Und ich glaube nicht, dass das wirklich für mehr Akzeptanz am Ende sorgt. Glaube ich nicht, Digga. Wirklich nicht. Also ich glaube, der Weg ist der falsche, den die gehen. Es geht einfach nicht. Ich finde schon, dass wir ein bisschen Ausgleich brauchen, weil wir wurden, wie du sagst, jahrtausende lang diskriminiert. Und das ist wie bei den Schwarzen, weißt du, die wurden versklavt. Und da gibt es ein... Bro. Dieser Vergleich ist so hardcore, Dicker. Ich weiß, der trollt nur, aber der sagt ja, so, das ist wie bei den Schwarzen, sagt die. Keine Ahnung, was die sind. Das kannst du doch gar nicht miteinander vergleichen, Bro. Wenn ich mit dieser Hautfarbe auf die Welt komme, dann komme ich mit dieser Hautfarbe auf die Welt. Das ist meine Biologie. Du kommst als Mann auf die Welt, willst eine Frau sein, weil du vielleicht entweder du hast irgendwelche Erlebnisse in der Kindheit gehabt, wie viele von den Menschen, oder du bist vielleicht wirklich im falschen Körper geboren, was ich auch irgendwie nicht richtig verstehen kann, aber es kann vielleicht sein, ich bin kein Wissenschaftler so. Aber du willst auf jeden Fall jemand anders sein, als du bist, und deswegen hast du Probleme. Du bist nicht das, was du bist, und hast deswegen Probleme. Das ist ein Riesenunterschied und es ist sehr, sehr traurig und macht mich auch, weißt du, ich habe selber rassistische Erfahrungen gemacht, so. Das diskreditiert die Menschen, die wirklich Erfahrungen machen, wegen ihrem, was die sind, mit was die geboren werden, so, weißt du? Das ist einfach nicht okay, Bro. Anspruch auf Reparation. Weil wir uns für Menschenrechte einsetzen und nicht für Frauen, Männer oder sonst irgendwas, sondern wir sind alle eins. Ich bin auch ein Fan von Unisex-Toiletten, also. Ich habe mittlerweile so. Unisex-Toiletten, Bruder, ja. Und dann kommen immer mehr so eine ekligen Übergriffe und so ein Scheiß. Weißt du? Das ist doch. Warum immer, uns geht's einfach zu gut in der westlichen Welt, sage ich dir so, wie es ist, uns geht's einfach zu gut, die schaffen immer mehr Dinge, wo immer mehr Probleme aufkommen, immer mehr gespalten wird, immer mehr in diese Richtung geht und am Ende sind wir gar keine Einheit mehr, sondern voll gespalten. Doktor. Am Ende gibt's gar keine Geschlechter mehr und so, Bro. So ein nettes Schild gemacht. Noch eins bleibt klar. Großartig. Wir sind nicht die Opfer. Ich bin hier vom Awareness-Team. Das ist Romina, hallo Romina. Einmal bitte raus. Entschuldigung, hast du gerade Mann gesagt? Er ist ein Turf und er muss einmal. Wow. Romina, hast du mich gerade als Mann bezeichnet? Das Thema der Frauenschutzräume, das hier zur Sprache kam, wird später nochmal interessant. Aber Turf, also die Schmähung, mit der Tavazoli hier versehen wurde, ist ein gutes Stichwort. Auch Volksrecht wird mit diesem Schimpfwort immer wieder denunziert. Und wir treffen sie ein zweites Mal, um mit ihr über die Rolle der Medien zu sprechen. Also ich hatte so verschiedene Interviewsituationen, eins von Zeit Campus mit einem, und da hatten wir auch, also der kam zu meinem Vortrag, der hat mich nach meinem Vortrag angesprochen, auch so total nett, so hey, hier, du hast ja schon was in der Zeit veröffentlicht und jetzt war ich bei deinem Vortrag und wollen wir nicht mal reden. Dann habe ich halt auch schon gemerkt, so, dann, wenn du dich dann hinsetzt in die Interviewsituation, dann wird einfach ganz stark versucht, dir was in den Mund zu legen. Also es wurde dann wirklich immer direkt gefragt, aber Transsexualität ist eine Krankheit für dich, oder? Transsexualität ist es eine Krankheit. Also er wollte einfach, dass ich... Es wurde vor noch nicht so langer Zeit als Krankheit eingestuft, ja. Das kannst du dann antworten. Auf Band sage, ja, Transsexualität ist eine Krankheit. Also ich habe von vornherein gehen manche Menschen so rein, um mich halt zu überführen. So fühlte sich halt an. Und auch in dieser einen Interviewsituation wurde ich ja auch direkt gefragt und meinte, ja, jetzt geht es ja um Holocaust-Leugnung. Eigentlich ist es an Perversion nicht zu überbieten. Um die Doktorandin zu diskreditieren. Was für Holocaust-Leugnung? Ist dein Ernst? Hier setzt seine Initiative von Transverbänden den Hashtag Marie leugnet NS-Verbrechen in die Welt. Was? Wegen was denn? Hinter der Kampagne steckt ein Bündnis namens Trans Media Watch, das unter anderem vom Familienminister... Digga, wie weit die gehen, das ist krank, Bro. Und die werden halt unterstützt vom System halt auch noch so, ne? ...fördert wird... Und gegen einen der Verbände... Der Oxy-Drop sagt gerade, Leon, wie ist es bei dir in Mexiko mit der Trans-Ideologie? Ist dort auch so schlimm oder geht das da noch? Bruder, das Ding ist, hier in Mexiko gibt's auf jeden Fall Trannies, ne? So,
Aber hier ist nicht so, hier wird es nicht so indoktriniert in die Leute rein und so, weißt du? Das gibt halt Leute, die einfach trans sind und fertig. Genauso wie es in Deutschland vor 2-3 Jahren auch noch war. So, wir haben ja schon immer Transsexuelle in der Gesellschaft gehabt. Die hat man schon immer irgendwie mal irgendwo gesehen. Aber es wurde halt einfach nicht so übertrieben, wie das gerade in der westlichen Welt stattfindet. Und so ist es, hier ist es immer noch so wie vorher bei uns in Deutschland. So, es gibt Transsexuelle. Ich glaube, es gab hier auch schon länger mehr als, also Südamerika generell ist so ein Space, wo es sehr viele Leute gibt, die sich dieser LGBTQ-Community irgendwo zugehörig machen, so, aber die drücken das niemandem aufs Auge. Hier siehst du keine Regenbogenflaggen irgendwo rumhängen oder so. Also das ist nicht so, das wird nicht so indoktriniert in die Menschen rein, habe ich das Gefühl. Noch nicht. Wer weiß, wie lange noch nicht, aber die Entwicklung ist hier noch nicht richtig angekommen. Ich habe auch hier noch keine Demo gesehen oder irgendein CSD oder irgendwie sowas, weißt du? Hier sind die Trans-Leute sind einfach trans und normale Leute sind normal. Wenn du normal bist, bist du normal. Wenn du schwul bist, bist du schwul. Wenn du lesbisch bist, jeder ist so, wie er ist einfach. Und man akzeptiert sich gegenseitig, fertig aus. So. Das ist doch... Was muss man da so übertreiben? Verstehe ich nicht. Die in diesem Film bereits vorgestellte DGTI ging Marie-Louise Vollbrecht juristisch vor. Ich habe noch nie den Holocaust geläußert. Und das steht auch nicht zur Debatte. So, dass es... Und das ist halt so, dass wirklich da versucht wird. Das ist krank, Mann. Das ist wirklich krank. Mit diesem Argument oder mit dieser Geschichte zu diffamieren. Und das ist das Schlimmste, was man irgendwie in Deutschland machen kann, jemanden so einen Holocaust-Leugner zu nennen. Und ich habe das halt nicht gemacht. Also das ist halt auch, das ist wirklich was mich sehr beschäftigt und mich ja, bewegt. Ein weiteres perfides Beispiel für Medienmanipulation, ein Kontraste. Vor allen Dingen, das ist eine der schlimmsten Sachen, mit denen du diffamiert werden kannst in Deutschland, wenn du anfängst, auf JQ-Vibes zu gehen. So, Holocaust, dies, das, bla. Da bist du eigentlich weg vom Fenster. ...von vergangenem Herbst, der die Biologiedoktorandin für eine transfeindliche Stimmung in der Bevölkerung mitverantwortlich macht. Kaum etwas ist in Deutschland so gefährlich, wie trans zu sein. Münster, Anfang Oktober. Bremen, Herne. Ein Unbehagen gegen Transsexualität macht sich in Teilen der Bevölkerung breit. Das wird mehr werden, wenn ihr nicht aufhört. Doch wie wird daraus ein Hass, der sich durch Gewaltexzesse Bahn bricht? Eine andere Feministin, die die Debatte um Transmenschen befeuert. Die Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Der Vorfall in Münster, wo ein Transmann... Wir müssen uns mal einen Vortrag von ihr reinziehen, die interessiert mich jetzt gerade. Transmann getötet wurde, weil er angegriffen wurde von einem Tschetschenen, wurde auch in den sozialen Medien immer im Zusammenhang mit meinem Namen gebracht, aber auch mit dem Namen von Ali Schwarzer. Also Feministinnen sollen jetzt schuld daran sein, dass irgendwie ein Tschetschene auf einen Transmann losgeht. Die Abkürzung TERF steht für Englisch, warte mal, hier ist interessant. Für Englisch Trans-Exclusionary Radical Feminism. Hab Google gefragt. Ach du Scheiße. Während junge Doktorantinnen medial angerichtet werden, fällt ohnehin auf. Bei ARD und ZDF finden sich fast nur positive und unkritische Berichte über Transsexualität. Schon als Teenie wusste sie... Klar, Digga, in den Öffentlich-Rechtlichen geht es nur in diese Richtung und wenn du dann was dagegen sagst, bist du ein Holocaust-Leugner und dann machen die direkt Berichte über dich, wie du anfeuerst, dass andere Leute sterben. So, wacht mal auf, Digga, von wem das gepusht wird. Ich bin trans. Feli ist eine Frau. Gefühlt war sie das schon immer. Auf ihrem Ausweis stand aber lange männlich. Jetzt nicht mehr. Seit Erik, also Katja, eine Wohnung hat, lebt sie als Frau. So, wie sie sich schon ihr ganzes Leben lang gefühlt hat. Finja und Jule haben Nova also verschiedene Varianten von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und dann hat Nova selbst entschieden. Wollen wir noch uns mit Pronomen vorstellen? Jennas Eltern haben Queerness nicht akzeptiert. Sie wollten einen harten Rapper Sohn, aber ich habe mich wie Beyoncé gefühlt. Beschließt Feli, sie möchte eine Frau werden, mit allem drum und dran. Sie ändert ihren Namen, nimmt Hormone, beginnt eine Psychotherapie. Vor einem Jahr dann die OP. Aber erst jetzt traut sich Katja, das auch allen zu zeigen. Du siehst toll aus, du strahlst so richtig. Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen sie. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen.
Ich bin Tim und ich benutze das Pronomen er. Dann magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du benutzt? Fangt an zu beten, meine lieben Freunde. Gott, das ist der einzige Weg raus, sage ich euch so, wie es ist, Digga. Verliert den Glauben nicht, Freunde. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber... Was soll ich sagen, was du häufig präferierst? Genau, also wir könnten widersprechen, aber häufig sagt nur, was Nova keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Wenn ich so ehrlich in mich reinfühle, würde ich schon sagen, ja, ich fühle mich als Mann. Aber woher kann ich so sicher wissen, wie sich Mann sein anfühlt? Woher kann... Bruv, du bist ein Mann. Guck zwischen deine Beine, du hast einen Schwanz und zwei Eier. So. Scheiße. Ey, Dicker, wenn morgen ein Krieg ausbricht, dann gibt's diese ganzen Sachen nicht mehr. Ich identifiziere mich nicht. Du bist ein Typ, Digga, du hast einen Schwanz, Digga, du gehst in den Krieg und stirbst jetzt, Junge. Verdammt. Scheiße. Da werde ich aggressiv ein bisschen. Darf nicht passieren eigentlich. Ich küsse euer Herz. Ich liebe ihn trotzdem. Aber ich glaube, die Jungs brauchen auch mal eine Ansage ein bisschen so. Weißt du, wie ich meine? Das ist deine Biologie. Gott hat dich so geboren, mein Jutster. Das spürst du einfach. 100%ig sicher sein, dass ich ein Mann bin. Vielen, vielen Dank, Jenna. Wie soll ich mir 100%... ...und seine Geschichte erzählt hast, um zu zeigen, dass es okay ist, die Familie zu verlassen, wenn sie einen nicht supporten? Naja, die Aktivisten sind zum Teil ja im Öffentlich-Rechtlichen. Also eine Korrespondentin im Öffentlich-Rechtlichen hat meinen Vortrag verbrämte Menschenfeindlichkeit im Laborkittel genannt. Vermutlich gibt es auch vernünftige Menschen, aber es gibt auch einfach Aktivisten, die da irgendwie von vornherein eine festgefahrene Meinung haben. Doch damit nicht genug. Auch Deutschlands bekanntester Satiriker Jan Böhmermann, der mit seiner Sendung im ZDF ein Millionenpublikum erreicht, macht Vollbrecht zum Gegenstand seiner Sendung. Später wird Familienministerin Lisa Paus diese Sendung lobend auf Twitter teilen. Und in dieser Sendung ist alles dabei. Falschinformation. Natürlich ist es längst wissenschaftlicher Konsens. Es gibt sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Dass der Bruder gekauft ist, Digga, das ist ja wohl safe. Weißt du, wie ich meine? Der sagt auch nur das, was er sagen muss. Fertig aus. Der hat doch gar keine Meinung mehr. Kontaktschuld. Wer sollte was gegen Würde und gegen gleiche Rechte für alle haben, hm? Ein Fisch ist kein Fahrrad. Ein Mann ist keine Frau. Und Gender ist Gaga. So, ich fühle die AfD nicht, aber das sind die einzigen, die die Wahrheit sagen. Im Bundestag aktuell. Ist einfach so. Hier und da rutscht mal ein Linker noch aus, aber das war's. Lenkungsmanöver. Und inzwischen gibt es eine riesige Welle, sozusagen eine Transmode. Da, très chic, eine Transmode, sieht Alice Schwarzer. Es ist eine Mode. Es ist eine Mode, Bro. Das wirst du sehen, wenn Krieg ausbricht in Deutschland. Guck mal, wie viele dann noch trans sind. Oder überhaupt sich damit auseinandersetzen, was für ein Pronomen die haben oder nicht. Aus Paris. Mhm. Lächerlichmachung. Es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, verbreitet Marie-Louise Vollbrecht im Netz. Facts. Was sie dafür die Zeit hat, die promoviert doch eigentlich gerade über elektrische Fische. Naja, aber ich sag mal, Moment. Moment, Marie-Louise, ich heiße Jan. So bin ich geboren nun mal. Marie-Louise. Es gibt keine zwei Vornamen. Und was Böhmer... Digga, dass das Leute witzig finden, ist crazy. Hans heiterer Feldzug gegen die junge Doktorandin im realen Leben tatsächlich ansichtet, wollen wir an dieser Stelle dokumentieren. Ich habe doch einfach nichts gemacht. Weißt du, manchmal denke ich mir so, warum habe ich es denn eigentlich so verdient, so bestraft zu werden? Dass dann nicht irgendwie Leute mal denken, ist das jetzt irgendwie mal gut? Also jemand zerstört einfach einen Menschen. Das ist so... Menschen bringen sich wegen sowas um, ja? Ich weiß nicht, es ist psychisch so krass auszuhalten. Mir geht einfach echt nicht gut. Ich kann das... Nur weil du eine andere Meinung hast oder sogar wissenschaftlich zu anderen Conclusions gekommen bist, so, bist du zerrissen. Ich kenne das ja selber. Ich habe es an eigener Haut miterlebt. Nicht mehr. Das sind letztlich Zersetzungsmethoden, wirklich wie aus dem Stasi-Lehrbuch. Wie gesagt, das Umfeld wird unter Druck gesetzt. Menschen werden mit irgendwelchen negativ besetzten Etiketten beklebt. Es wird nicht mit Argumenten gearbeitet. Das ist das Kennzeichnende. Aktivisten der Cancel Culture argumentieren nicht. Sie sagen nicht, wir streiten uns jetzt gesittet darüber, wie viele Geschlechter es gibt, mal beispielsweise. Das tun sie nicht. Sie sagen, wer etwas anderes sagt als wir, dem kleben wir ein Etikett auf die Stirn.
Faschisten sind es. Dieses Etikett ist stigmatisierend und deswegen darf man mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Und wer doch noch was mit ihnen zu tun hat, der muss unter Druck gesetzt werden. Das ist keine Debattenkultur, das ist wirklich widerliche, das sind widerliche Zersetzungsmechanismen, die da angewandt werden. Dass es auch einen anderen Umgang mit der heiligen Transminderheit als bei Jan Böhmermann geben kann, zeigt der Comedian Kay Ray. Vielen Dank und guten Abend, meine Damen, meine Herren, Tunden, Friseure, das ist ja das Gleiche. Was geht jetzt auf hier? Dichter, Gedöns, keine Ahnung, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt die Silvesterparty der Westasiaten gut überstanden. Er trotzt jeglicher politischer Korrektheit und macht Witze über Transsexuelle, wie über jede andere Minderheit auch. Ich habe mir da diese Trans-Sendung angeguckt, die fand ich ausgesprochen unterirdisch, weil sie war beleidigend und diffamierend. Und welches, was natürlich ganz wichtig ist, bei dieser ganzen Trans-Aktion, bei dieser ganzen Transvestiteritis, die wir momentan gerade haben, wird die Frau ja auch tatsächlich immer außen vor gelassen. Also mir fehlt. Das ist die, die am meisten leidet unter der ganzen, unter diesem ganzen Shit. Da ein bisschen Demut. Und ich finde, Demut ist bei Jan Böhmermann wirklich, wirklich mal angesagt. Vor allen Dingen müssen wir das ja auch bezahlen. Da sind wir beim nächsten Thema. Frauen und Kinder sind wieder die, die am meisten leiden so. Familie, Frauen und Kinder, das ist das, was angegriffen wird. Wir müssen das bezahlen, dass der Frauen, als die nicht mit ihm oder mit Transaktivisten auf Spur sind, die bezeichnet er als Haufen Scheiße. Jetzt machst du ja auch Witze über Transsexuelle, also Männer, die sich als Frauen identifizieren beispielsweise. Warum ist es witzig, sich über diese Person lustig zu machen? Fuck you if you can't take a joke. Erstens sind das überhaupt nicht alle. Denn wenn wir uns jetzt mal über Minderheiten unterhalten, gibt es in jeder Minderheit, gibt es Leute, denen das völlig egal ist, die nämlich nach diesem Motto leben. Fuck you if you can't take a joke. Trotzdem bin ich ja der Meinung, dass das Schicksal... Das sind halt die, die nicht diesen Trend verfolgen, sondern die ehrlich das so leben und dann sich dafür nicht so richtig interessieren. So, weißt du, es sind mehr die Leute, die diesen Trend gerade mitmachen und diese Flagge hochhalten und kämpfen wollen und so. Das sind eher die Leute, glaube ich, die diesen Trend gerade mitmachen, die dann in 10 Jahren bereuen, dass sie überhaupt irgendeine Transition gemacht haben oder sich teilweise eventuell operiert haben und so. Das geht nach hinten los, glaube ich. Eines solchen Menschen, der im falschen Körper steckt, warum das auch immer so ist, ob das biologische, genetische Gründe hat oder gesellschaftliche Gründe, ist mir eigentlich auch egal. Von mir aus können Leute rumlaufen, wie sie wollen und auch können auch sich fühlen, wie sie sollen. Ganz im Gegenteil. Ich bin ganz, 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 ganz heftig dafür, dass jeder Mensch sich individuell fühlen soll, wie er will. Aber was ich auf den Tod nicht aussehen kann, das ist diese Heuchelei. Denn wenn Micky Beisenherz in einer Talkshow sagt, und jetzt kommen wir zu einer eloquenten, wunderbaren, wunderschönen Frau, und die Kamera geht ins Gesicht von Georgine Kellermann, fällt halb Deutschland vor der Kamera um. Punkt. Was Kayray hier anspricht, ist, dass nach jahrzehntelangen feministischen Kämpfen erstmals wieder das Wesensmerkmal der Weiblichkeit zur Debatte steht. Immer häufiger versuchen LGBTQ-Aktivisten, Weiblichkeit aus der Sprache zu tilgen. Um Transpersonen zu inkludieren, beginnt es mit Gendersternchen und unlogischen Partizipialformen wie Fahrradfahrer. Ich küsse euer Herz, Freunde, reicht für heute. Ich weiß, wir waren nicht lange drin, aber ich fühle gerade nicht mehr, hier zu sitzen. Ich glaube, ich beende gleich auch den Stream. Erstmal gehen wir aus dem Video raus. Wenn ich es hochlade auf YouTube, schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Das reicht für heute, sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen. Ich kann das mir nicht zu lange reinziehen, Freunde. Ich glaube, ihr versteht das auch.